Letztendlich war es unser Spiel, gerade Mitte, Anfang zweiter Halbzeit, müssen wir 2-3-1 in Führung gehen, da fehlt die Abgeklärtheit. Ne? Dann ist man doch wieder ein bisschen nervös vor dem Tor. Ne? Und ja, gut, dann gehen wir mit dem 1-1 nach Hause, hätten am Ende auch noch viele Standards gegen uns und können auch noch 1-2-3 reinsegeln lassen, aber im Endeffekt haben die nicht viel, die hatten eine Chance und ja, wir müssen das Ding eigentlich gewinnen. Ja. Wir haben erst Halbzeit nicht durchgehend dominiert und das ist auch Teil des Problems. Also wir haben hier, glaube ich, gut losgelegt und sind dann folgerichtig auch irgendwann in Führung gegangen, haben dann aber das Fußballspielen leider eingestellt und die letzten 20 Minuten war das sicher nicht so, dass wir hier die dominierende Mannschaft waren. Da haben wir das Spiel schon hergegeben und dann war es Augenhöhe. Und zweite Halbzeit muss man das tatsächlich so sagen, dass Hogenbergen hier sehr leidenschaftlich dagegen gehalten hat und sich demzufolge sicher auch den Punkt irgendwo verdient hat. Haben wir auch Chancen gehabt für den entscheidenden Punch. Möchte aber schon auch sagen, dass wir es bis zum Ende tatsächlich ja auch versucht haben, dieses Fußballspiel zu gewinnen und hatten natürlich die Mehrzahl der Chancen und hatten auch nachher so ein paar halbdicke und eine ganz, ganz dicke und eigentlich muss das reichen, um dann hier tatsächlich als Sieger wegzugehen. Ob das dann verdient gewesen wäre, wäre uns auch wirklich nachrangig gewesen. Ja, wir hätten hier gerne gewonnen, wir sind auch total enttäuscht, muss man sagen, aber ich anerkenne total Hugenbergens Leidenschaft und dann verdient man sich so einen Punkt auch mal. Also ich denke, das Ergebnis geht völlig in Ordnung. Wir hätten sicherlich irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit, als wir dann auch am Spiel teilgenommen haben, das 2-1 erzielen können, aber kurz vor Schluss dann auch das 2-1 bekommen können. Ich denke, die Zuschauer haben ein gutes Spiel gesehen und darum geht es letztendlich. Ich kann heute aber auch nicht bemängeln, dass wir 17 Torchancen haben liegen lassen. Das war ja auch nicht so. Also so viel hatten wir nicht. Das hat Hugenbergen klasse gemacht, uns wenig eingeräumt. In der ersten Halbzeit war Dassendorf dominant. Wir sind zwei halbe Male mit Patrick Ziller vors Tor gekommen, mehr nicht. Das war zu wenig, wir waren zu tief, wir standen nicht gut, was die Höhe des Feldes angeht. Und das haben wir zweite Halbzeit dann wesentlich besser gemacht. Und ich finde es gut, wenn die Mannschaft dann umschalten kann. Verletzungsbedingt Hase raus, verletzungsbedingt Bruder Hansen raus. Wir pfeifen aus dem letzten Loch und die Jungs sind dann wirklich aufgestanden und haben dann eine gute zweite Halbzeit abgeliefert.